Liga und zum interessantesten Spiel. Eintracht Braunschweig gegen Schalke 04. Zwei Mannschaften, die sich verstärkt haben in der Winterpause. Belanov ging nach Braunschweig und Mihajlovic ging nach Schalke. Und Dieter Straube sagt Ihnen, für wen es sich ausgezahlt hat. In Braunschweig heißt es ab sofort Klasse statt Masse. Nach Peter Lux und Ralf Geilenkirchen holte man für 500.000 Mark Igor Belanov von Borussia Mönchengladbach. Tiefer in die Tasche griff Schalke. Für Radmilo Mihajlovic für 3 Millionen wechselte der Jugoslawe von München nach Gelsenkirchen. Braunschweig in Gelb-Blau hatte den besseren Start. Beide Mannschaften taten sich dennoch schwer, nach der langen Pause so richtig ins Spiel zu kommen. Igor Belanov zu Beginn flink und einsatzfreudig, kommt noch einmal an den Ball. Eine gute Chance für den 30-Jährigen zu seinem Einstand. Braunschweigs Trainer Jürgen Streich musste umstellen. Libero Bernd Gorski war verletzt, dafür ging Bernd Buchheister in die Abwehr. Damit fehlte den Braunschweiger natürlich ein starker Mann im Angriff. In der ersten Phase der ersten Halbzeit, Schalke verlegte sich aufs Kontern. Peter Sendscheid, sein Einsatz war wegen einer Sprunggelenkverletzung gefährdet. Spielt sich hier sehr schön frei, scheitert dann aber doch an Torwart Uwe Hein. Das war in der 20. Minute der erste gefährliche Schalker Angriff. Braunschweig kombinierte in der ersten Halbzeit sehr gefällig. Buchheister und Ralf Geilenkirchen, ein wichtiger Mann und starker Mann im Braunschweiger Mittelfeld. Schalke in dieser Phase, Mitte der ersten Halbzeit, zu sorglos in der Abwehr. Kopfballakrobatik bringt Joe Liemann die Chance zum 1:0. Die Zuschauer jubelten, der Ball war aber nicht drin. Joe Liemann von Standard Lüttich ausgeliehen. Das war es aber auch schon in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit Schalke wesentlich aggressiver und zielstrebiger. Wieder Sendscheid. Und da kommt Thorsten Wörsdörfer an den Ball. Er war für Schlipper ins Spiel gekommen. Und da fehlten auch nur Zentimeter. Das wäre natürlich ein Ding gewesen. In seinem ersten richtigen Spiel für Schalke gleich ein Tor. Aber Schalke war jetzt offensiver. Braunschweig kam nur noch selten in die gegnerische Hälfte. Und wenn einer für Gefahr sorgte, dann war es wie hier wieder Joe Liemann. Alexander Ristić unruhig, ein Sieg in seinem ersten Spiel als Trainer war fast schon Pflicht, ein Unentschieden, damit wollte er sich nicht zufrieden geben. In der 67. Minute ging Igor Belanov müde mit einem mittelmäßigen Einstand. Und Schalke weiter am Drücker und wieder Peter Sendscheid, er machte mit seinem Gegenspieler, was er wollte. Schalke wollte jetzt in der Schlussphase der Partie wirklich das 1:0 machen, Mihajlovic. Und dann was für ein Tor, Thorsten Wörsdörfer. Der junge Mann, der 22-Jährige, macht das 1:0 für Schalke 04 in der 82. Minute. Blau-weißer Jubel an der Hamburger Straße in Braunschweig. Und noch einmal die Zeitlupe. Mihajlovic legt auf für Thorsten Wörsdörfer. Und keine Chance für Uwe Hein im Braunschweiger Tor. Das 1:0 für Schalke. Braunschweig setzte natürlich jetzt alles auf eine Karte, in den letzten 8 Minuten noch das Tor zu machen. Holger Aden, aber mehr ein Roller, mehr war da nicht drin, keine Gefahr für Jens Lehmann im Schalker Tor. Die 90. Minute, ein Freistoß von Peter Lux, Kopfballverlängerung und Thomas Schmidt hat die große Chance zum 1:1 Ausgleich und da war der Schlusspfiff. Der Boss Günter Eichberg und sein neuer Trainer Alexander Ristić konnten zufrieden sein, 1:0 gewonnen, zwar glücklich. Aber trotzdem, Schalke ist damit dem angestrebten Aufstieg in die Bundesliga wieder um 2 Punkte näher gekommen. Ja, ein ganz wichtiger Auswärtssieg für die Gelsenkirchener 0. Morgen dann noch Havelse gegen Duisburg. Der Rest ist, wie gesagt, abgesagt. Und die Tabelle sieht jetzt wie folgt aus. Schalke 04 ist Erster, aber auch hier möchte ich die Tabelle jetzt eigentlich nicht so